Daniel Didavi ist wieder da. Nach langer Verletzungspause hat der Mittelfeldspieler zuletzt 3 Spiele in Folge im Trikot des 1. FC Nürnberg absolviert. Eine echte Erleichterung für den Mittelfeldspieler. Also ich bin ja hergekommen, damit ich endlich spiele, und dann gleich am Anfang so eine Verletzung. Das war natürlich bitter für mich, aber darauf schaue ich jetzt nicht mehr zurück. Bin jetzt froh, dass ich 3 Spiele machen konnte, und ich sehe, es wird körperlich immer besser, und das ist jetzt, was zählt. Neben dem Fußballplatz beschäftigt sich Daniel viel mit Musik. In seiner Wohnung steht eine DJ-Ausstattung. Mit Musik hören und auflegen verbringt er viel Zeit. Ja, meine Hobbys, also neben dem Sport natürlich. Also ich spiele viel PlayStation, und also mein größtes Hobby eigentlich neben dem Sport ist, würde ich sagen, die Musik. Was hörst du für Musik? Verrätst du uns das? Ja, hauptsächlich, also Hip-Hop, schon Hip-Hop, R&B hauptsächlich. Hast du einen Lieblingsmusiker? Ja, Drake. Momentan gilt seine Konzentration aber vielmehr dem Fußball. Denn gegen Hoffenheim sollen jetzt auf jeden Fall wieder 3 Punkte her. Was positiv ist, dass es spielerisch jetzt wieder bei uns bergauf geht. Das konnte man, glaube ich, in den letzten Spielen sehen. Und jetzt spielen wir am Samstag zu Hause gegen Hoffenheim, und dann müssen wir 3 Punkte holen. Und zum Abschluss hat Dida noch ein paar Wünsche für euch. Also, liebe Clubfans, hier ist Daniel Didavi. Ich wünsche euch eine schöne Adventszeit, frohe Weihnachten, tankt Kraft fürs nächste Jahr, und schönes neues Jahr wünsche ich euch auch schon mal im Vorab.